Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier reingelaufen und wollten ja wieder raus. Und dann ist das Spiel verreckt. Und jetzt wird es hoffentlich nicht passieren. Okay. Jetzt da das hier geklärt ist, gucken wir uns das doch mal an hier. Was haben wir denn da? Interessante Sache. Dann gehen wir gleich mal hier auf diesen Container da. Und was haben wir denn da? Das brauchen wir jetzt nicht. So, machen wir das mal gleich mal auf hier. Shazam, sage ich dazu. Shazam. So. Haben wir das fünfte auch noch? Sollten alle gewesen sein. Was? Wir haben es geschafft. Naja, du hast das meiste gemacht. Ja. Yeah. War eine große Hilfe, oder? Wir waren ein gutes Team, finde ich. Also, wenn du, naja, keine Ahnung, eine Partnerin brauchst, ich stehe bereit. Wie auch immer, ich lasse dich mal weiter Arschtritte verteilen und Gotham retten. Und irgendwann wird man selbst schon merken, wie cool du wirklich bist. Oh, Mann. Pinguin gesucht, abgeschlossen. Super. Du hast eine Wayne-Tech-Verbesserung freigeschaltet. Oh, das ist gut. Gangmitglied des Pinguins. Final Offer. Kesselraum. Entwurf. Okay. Sehr schick. Okay. Dann, was haben wir denn hier? Der Pinguin. Abgeschlossen. Ah, Moment. Hier gibt es sogar noch mehr. Ich fasse es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho! Sogar 9 separat. Das ist cool. Das ist echt cool. Also die werde ich super sowieso noch nebenbei mitmachen. Aber Enigma wird wahrscheinlich den Vogel abschießen, was Komplexität und alles angeht. Wird das einfach nur liebster Assis. Die kriegt man einfach nicht so schnell. Hast du nicht gesehen, ja? So, hier hinter mir sollte noch irgendwas lauern. Irgendwo entweder auf dem Dach oder hier rechts irgendwo. Ah, da haben wir es auch schon. So, und da haben wir es auch. Material Nummer 7. Okay, und weiter hinten am Heck des Schiffes. Wir müssen mal wieder kurz auf die Karte gucken hier. Karte, auf die Uhr. Die Wookies wissen nämlich immer, wie spät es ist. Wegen der Urr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 r
durchkommt. Weil ich könnte... Ich könnte versuchen, von hier oben da irgendwie reinzuspringen. Moment. Okay, gut, da bin ich ja anscheinend auf der falschen Position dafür. So, probieren wir es mal hier. Jetzt sollte es ja funktionieren. Wieso klappt denn das nicht? Ich brauche anscheinend eine stärkere Batclaw oder sowas. Der bewegt sich keinen Meter. Okay, sobald ich das Ding bewegen kann und das hier irgendwann mal entweder umkippt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, oder ich hier in dieses Schiff da gehen kann, dann komme ich wieder zurück. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich doch irgendwie nach oben. Also, Fragen über Fragen. Das heißt, wir müssen da durchfliegen. Das ist nun das letzte Mal, dass wir miteinander reden. Ganz ehrlich, ich bin froh. Dein selbstgerechtes Getue geht mir auf die Nerven. Ah, ich hab's geschafft. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Das ist jetzt richtig behindert, ist das doch. So, ja. Wieso kann... was ist los? Kann mir mal kurz einer erklären, wieso das Ganze nicht funktioniert hat? Och, ey, so eine Scheiße. Okay, wenigstens komme ich hier wieder raus. Aber ich komme hier unten nicht rein. Das ist beschissen. Na gut. Da brauchen wir jetzt keine weiteren Nebenquests mehr machen. Sammeln brauchen wir jetzt auch noch nicht. Die ganzen Riddler-Dinger, die kommen dann alle mit einem Mal. Das wird der letzte sein, den wir hier fertig machen. Und ja, Hauptquest darunter. Also wieder. Wenn es denn mit der Schnellreise funktioniert. So. Und was es denn auch immer ist, was hier die übelste Sorte die Aufnahmen immer abbricht. Es ist nervend wie Hölle. So, da muss ich nicht hin. Ah, Hauptquest wird ja sowieso separat angezeigt. Ja, ja, ja. Dasselbe hat man auch. Hui, hoppala. Na dann. Oh. Ja, die guten Leute von die SWATs. Aber, yeah. Ich hätte jetzt bis jetzt immer noch keine Jägerangelegenheit, mit der ich nicht gesehen wurde. Das ist wahrscheinlich eine separate Quest oder sowas. Oder aber, wobei, drei ausschalten während eines Jägerdingens, ja. Geräuschlos und so weiter, hatte ich glaube ich auch schon. Das heißt, ich brauche ein paar mehr, damit das Ganze funktioniert. So, ah, hier haben wir wieder Energie gehabt. Also dann. Ah, kommt mir hier sonst noch wieder mal irgendwo nicht rein. Sieht so aus, das war mir. Oh. Und auf geht die gute Tür. Na, also, wenn wir schon mal dabei sind, können wir nebenbei noch wieder suchen und sammeln und tun und machen hier. Ja, dann bleibt uns später nicht mehr so viel zu erledigen. So, was sind das? Ah, okay, wieder Elektro-Batarang. So. Na dann. Okay, das war jetzt irgendwie blöd. Das sollte nicht passieren. Das sollte auch nicht passieren. Jetzt. Okay. Genau darin soll er jetzt fliegen.
schön, wenn es klappt. So, dann haben wir hier unten noch was gehabt. Das muss ich mir auch noch mal kurz angucken. Was haben wir denn da? Was zum Hacken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wobei, Hacken kann man das ja nicht nennen. Das ist ja eher am Rädchen drehen und so. Ne? Mehr macht er hier nicht. Ein Rätselkiste. Was noch eine? Und Erpressung. Wollen wir noch? Oh Gott. Na komm schon. Unnötigung. Das waren jetzt 3 und das soll es jetzt auch gewesen sein. So, 6 von 10. Den. Na, hinter mir rechts müsste es ja sein. So, wobei, ein Level Up ist doch bestimmt auch imminent. Dann mal kicken. Wayne Tag. Nein, nee, Hälfte. Ist noch ein bisschen, bis das passiert. So. Moment. Wir müssen jetzt, glaube ich, darin. Shit. Und da haben wir jetzt den falschen Eingang gewählt. Krieg mal aber auch hin. So. Der Aufgang, Eingang, irgendwas ist es schon mal nicht. Und da lang reingehen ist schon mal auch nicht ganz so möglich. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier unten hin. Ganz, ganz doll weit nach unten. Und zieh mal einer an. Was haben wir denn da? Eine Gullideckel. Dann werden wir mal in diese Gullideckel reingehen. Ohne dass uns hier jemand mal was bemerkt. Oh Gott, das... Habst du das Gefühl, wow. Gelange in die Kanalisation unter dem Revier. Verbindet die nationale Verbrecherkartei mit dem Bat-Computer. Dass es bis jetzt noch niemand mitgekriegt hat, du Mensch. Oh, scheiße. Was sind das hier? Annäherungsminen? Alter Schwede, was ist denn hier los? Alter! Ach shit, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nein, das Ding ist auch vereist. Na, klasse. Ich komme auch nirgendwo hin. Ich habe so eine Ahnung, wer das sein könnte. Das sind Black Masks Männer. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarte. Uhuhuhu. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen wovor? Ja, klar. Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Die Fledermaus. So, wenn ich jetzt hier oben lang gehe, komme ich da auch irgendwo hin? Ich hoffe, du hast recht. Wäre meine Möglichkeit zum Ausprobieren. So, also dann. Na, wahrscheinlich von der anderen Seite, damit man wieder zurückkommt. Naja, okay. Ui. Nein, 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 nein. 3, 4, hoppala. Oh, 3, ausweichen. Oh, was ist das für einer? So, 3, 4, 5, ausweichen und kontern. 2, 3, hoppala. So, wer ist jetzt der Kampfkunstexperte, hä? Und kontern. Wow. Und nochmal kontern. Also, die Typen, wenn die in großen Mengen auftauchen, sind sie bestimmt total näher. So, und der letzte, voll ins Wasser gedreht. Oh mein. Das ist doch mal schick, du. So muss das sein. Ja, und es geht auf. Da, da, da. Normalerweise wurde ich geschlagen und habe die Bat-Dinger nicht genutzt. Was auch ziemlich beschissen. Eigentlich müsste man mehr bekommen, je weniger Ausrüstung man benutzt. Das wäre eigentlich nur logisch. So, was haben wir denn hier für eine... Ja, klar. Haufenweise Sachen.
wir natürlich alle irgendwie umgehangen haben. Umgehangen. Oh Gott. Das eine war ja vereist, da komme ich dann nicht mehr hin. Shit, was ist denn das wieder für eine Gegend hier? Ja. Oh, ernsthaft jetzt? Oh je, Moment. Ach, ey, komm. Ich will jedes Mal eine Rolle machen. Darkseidsfieber. Kann man nichts gegen machen. So, einer weniger. Das hat natürlich niemand mitbekommen. Jetzt kommt auch schon der nächste. Hey, lass unsere Jungs in Frieden. So, kommt er mal hier jetzt an den Vorsprung. So, da kommt blöderweise nicht hierher. Aber hier außen rum klettern kann ich leider auch nicht. So, er guckt nur die ganze Zeit hier hin. Er scheint mich zu sehen. Na komm schon. So. Yep, ich kann fliegen. Was haben wir denn dafür ein? Muss ich jetzt da irgendwie durch? Ich glaube, ich muss da irgendwie durch. So, mit irgendeinem schnellen Batarang bestimmt. Funktioniert schon mal nicht so wie gedacht. Gut. Und da hoch komme ich bestimmt auch. Da kommt man auch noch dahin, da rechts lang. Ah, na also. Und wir sind fast da. Haben wir noch einen schönen Schalter. Mal gucken, was der jetzt aufmacht. Was der denn betätigt. Ah, der macht das Wasser aus. Na klasse. So, dann werden wir mal hier runterklettern. Okay, das war knapp. Beinahe nämlich gesehen. Was ist das? Das ist ja mal abartiger Bullshit, du. Wo kommen wir denn da hin? Interessant. So. Und das Ding auch, mal. So. Klappt das nicht. Ist irgendwas dazwischen. Moment mal. Machen wir mal kurz das Ding hier auf. Damit der Dampf etwas anders entweichen kann. Sehr schön. Jetzt sieht es doch gleich viel schöner aus. Na also. Ja, das ging schnell und ohne großartige Tastendrücke. Toll. So, wo haben wir es denn? Da irgendwo lang. Hier kommen wir nirgendwo hin. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Hier haben wir eine Tür. Kralle, da, 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 da. Sequenzer öffnen. So, die Pumpenzugang. Natürlich ist es der Pumpenzugang. Hm. So, und da sind wir auch schon drin. Bam. Also diese Gleit ausschalten muss ich unbedingt nochmal trainieren hier. Das muss auf alle Fälle verbessert werden. Na dann, wo sind wir denn hier? GCPD, Telekommunikation. So, hör auf. Na komm. Sehr schön. Ah, so geradeaus und links vielleicht. Wo kommen wir denn hier hin? Irgendwo hin? Herrlich, ich liebe diesen Rauch, der ist total cool.
Das ist Physics at its best, wirklich. Schöner, schöner Raum. Unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Anscheinend wegen Batman. So, gibt's denn hier irgendwas zum Rüberklettern? Nö. Okay. Werden wir die wohl wegnatzen müssen. So, Gleittritt. So. Okay. Jetzt wird das Ganze nämlich sehr viel einfacher. So, 2, 3, 4. Wow, das war nicht so geplant. So, so. Hoppala. So, und alle. 2. Hoppala. Bam, 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 bam. Na komm schon. Ausnocken. Ach, komm schon. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kampf schon immer so war, dass man immer nur in Schaurichtung kämpfen konnte. Aber naja, egal. Ich dachte, das war mal in Bewegungsrichtung. Aber na gut. So, was sind wir denn hier? GCPD. Na also. Oh oh, was bist denn du für einer? Ach, blöden. Schon wieder so ein Bane-Verschnitt. Das gibt's doch nicht. So. So. 3. Und Countdown. Wow. Und 2 wenigstens weg. Sehr schön. Ach, Blödsinn. Das wird ein blöder Kampf. So, ach komm. So, soll das doch funktionieren. Ja, und dann hat er wieder den Takedown gemacht. Ja, aber schöne Tätowierung. Na dann, benutzen wir mal das. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Sehr gut. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lazy Tower-Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Anscheinend. In der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Ah, es ist praktisch. Nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Na dann werden wir das mal austricksen gehen. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lacey Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Oh, jetzt kommt's. Was ist passiert? Jemand wurde... Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer aber das ist nicht so. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Ja? Und wie weiß es denn besser? Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Die Ärmste. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. Wow, also es ist doch Roman Sionis. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Ah. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort. Aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Wow. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen.
Ja, es ist der Wegen doch nicht. Aber wer... Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Oh Mann, ey, jetzt weiß ich, total wo ich krass. Zur Gotham Merchants Bank. Ist vielleicht ein bisschen kalt gerade im Zimmer, aber kriegt man Gänsehaut. So. Da, geil. Das ist so schön gemacht. Wirklich so schön. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel. Aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Na dann, jetzt wird's interessant. Kommt man denn hier irgendwo raus? Moment. Gut, dann müssen wir jetzt hier hin. Da ist doch irgendwas. Da haben wir doch was. Wie kommt man jetzt darin? Das ist doch scheiße. Alter, schon wieder wurde jemand abgestochen. Wird langsam hier zur Gewohnheit hier. Miete in Erfurt. Wir die ganze Zeit Leute abgemurkt. Ja, wie komme ich jetzt da hinten hin? Könnte versuchen, diesen Gang zu öffnen, was nicht funktioniert. Warum auch immer. Könnte versuchen, nochmal diesen komischen PC da zu benutzen, was auch nicht funktioniert. Warum auch immer. Und dann kann ich versuchen, irgendwie in diesen blöden Raum dazu kommen, was nicht funktioniert. Warum auch immer. So, Moment mal. Bitte lass das Ding jetzt benutzbar sein. Scheiße. Okay, wie komme ich jetzt da rein? Ne, das funktioniert schon mal nicht so. Ne. Ach, das Ding kann ich ja sowieso werfen. Rauchbombe. Ja, die sind ganz fetzig. So, der kryptografische Sequenze. Rauchdichte. Was haben wir denn hier? Das ist anscheinend das Teil, was das Ding hier aufbringt.